Wo? Krass, der schießt vor mir, ey. Ein guter Mann. Waren das alle, hä? Wo seid ihr denn alle? Ja, das dachte ich mir. Schnell, schnell, schnell. Halt durch, Bose. Ich komme. Ja, eben Schrott sammeln einmal. Muni noch mitnehmen. Hat dir dein Käffchen geschmeckt? Oha! Wenn ich zwei trinke, wird's eine lange Nacht. Oha! Scheiße, ey. Die haben nicht geahnt, mit wem sie sich einlassen. Noch ein Test, dann schläft Mietz morgen erst wieder. Hyperaktiv Mietz. Wollte er sich an meinem Moped vergreifen? Also gut, spreng ich mir den Weg eben frei. Ey, ich bin hier gerade im Krieg um Leben und Tod und die Rede von Horde. Der Tunnel ist frei. Das war die Miliz. Danke, Skizzo. Jetzt gerade hat es andere Prioritäten als ein Hörtchen.
Wie weit ist es noch zu Lost Lake? Nicht mehr weit, dann haben wir es. Boozer, hörst du mich? Kommen! Boozman, bitte kommen! Dick, hörst du das? Ja, bring sie hier rein, verdammt! Eddie, bring die Verletzten rein! Boozer! Dick, du bist gesund und munter. Nicht irgendwie gebraucht. Bring sie rein! Los, verdammt! Los! Scheiße, pass auf! Ich komme, Boozer, ich bin fast da, aber... Skizzo! Skizzo! Er ist da, Boozer, er ist hinter dir her! Soll er kommen, Dick? Soll er kommen? Boozer! Oh, fast runter. Ricky, Lost Lake Camp, kommen. Ricky, Iron Mike, kommen. Hey, hey! Sie hauen ab! Sie fliehen! Wir haben sie! Wir haben sie! Wo ist Skizzo? Hat jemand Skizzo gesehen? Geschafft, genau, Mann! Genau, Kumpel! Ihnen nach! Lasst ihn nicht entkommen! Tötet jeden Einzelnen von ihnen! Wo zum Teufel ist Skizzo? Ein paar von uns haben ihn gesucht. Ohne Erfolg! Hey, kommt! Wir müssen los! Keine Sorge! Wir finden dieses Arschloch! Oh, Deke, Gott sei Dank! Komm! Ricky, was ist los? Iron Mike, er wurde angeschossen. Krass. Hey, du fauler Mistkerl. Ich wollte fragen, ob wir angeln gehen. Das Camp hat Hunger. Hast du sie gefunden? Gefunden? Deine Lady? Ja, sie ist gleich da draußen. Sie ist hier? Ja. Ja, hörst du, es, das hätte ich nie ohne deine Hilfe geschafft. Okay. Okay, gut. Oh, wei, gut. Wei. Ich will sie sehen. Sie muss ja eine tolle Frau sein, alles durchzustehen. Wie meine Elisabeth. Okay, okay. Hier, Mike, hier. Mike, bitte nimm das hier. Nein, ich will das nicht. Ich will das nicht. Der Skizzo hat alles wieder. Ja. Boah, wenn ich den krieg. Vorsicht. Ich sag, dem schneide ich die Arme ab, ey. Ich sag falsch, Dick. Nein, nein, nein. Wir kriegen das wieder hin, Mike. Wenn du wieder auf deinen Beinen bist, dann machen wir beide. Ich lag falsch. Ich lag falsch. Tu, was du tun musst. Du musst das Camp schützen. Ricky. Oh mein. Ja, ich bin hier, Mike. Ich bin hier. Mike? Er wollte eigentlich immer nur im Frieden leben. Es fällt mir schwer, das zu sagen. Iron Mike ist tot. Er wollte Skizzo aufhalten, als die Miliz sich zurückzog. Und wie Iron Mike nun mal ist, wollte er mit ihm reden und... Okay. Ja, ich... Ruhe! Gott, verdammt! Das wird keine Rede! Iron Mike würde das nicht wollen. Wir haben keine Zeit dafür, weil...
Weil die, die wir heute getötet haben, es gibt mehr von ihnen. Viel mehr. Ich war in ihrem Camp, ich habe ihre Armee gesehen. Und wenn sie wiederkommen, werden sie jeden Einzelnen hier abschlagen. Vielleicht werden sie es versuchen. Es sei denn, wir greifen zuerst an. Hey! Hey, Ruhe! Seid jetzt ruhig! Hört ihm zu! Iron Mike hat ihm vertraut. Also solltet ihr ihm auch vertrauen. Nein, tut mir leid. Hört mal. Ich kann das nicht. Ich bin nicht Iron Mike. Ich bin ein gottverdammter Drifter. Du hast recht. Auf Wiedersehen. Nein, ich werde nicht gehen. Sieh mich an. Hör zu. Okay. Sag Usa, er soll zu meiner Hütte kommen. Boah, der Deacon ist auch fertig mit den Nerven. Man sieht halt auch wieder an, du. Sarah weg, Mike tot. Heftig. Okay, also das hier habe ich in einem Bunker gefunden. Warte, ist das... Ja, ja, wir brauchen einen Truck. Was Großes, sowas wie ein Kipplaster. Und den beladen wir mit, Ammoniumnitrat? Ja, dazu kommen ein paar hundert Liter Kreosot. Eine riesige Düngerbombe. Das ist dein Plan. Oh mein Gott. Die Miliz hat die gesamte Insel zu einer Festung gemacht. Ich habe die Zivilisten in den Höhlen, du hast die Arbeiter und die, die als ungeeignet für den Dienst am Camp gelten. Und du hast das Waffenlager und die Garnison direkt am Haupttor. Schlagen wir dazu, treffen wir die Miliz direkt ins Herz. Was ist mit Sarah? Naja, ich sehe, ist in den Höhlen. Der Colonel nennt es die Arche. Woher weißt du, dass sie nicht einfach alle umbringt? Sarah und all die anderen. Das weiß ich nicht, aber ich glaube, die Explosion wird so viel Verwirrung und Chaos verursachen, dass ich da reinkomme und sie rausbringe, bevor sie was merkt. Hör zu, es geht hier nicht mehr nur um Sarah. Der Colonel hat uns allen den Krieg erklärt. Und er hat eine ganze Armee hinter sich. Krass. Iron Mike und die anderen sind nur die ersten Opfer in diesem Krieg. Und es wird ein kurzer Krieg, wenn wir nicht zuerst zuschlagen. Ich sag dir nicht, dass es ein guter Plan ist. Nein, es ist ein beschissener Plan. Machst du mit, Bruder? Oh, dann bin ich dabei. Okay. Tja, wir werden das nicht allein schaffen. Okay, wenn noch irgendjemand mitmachen will, greift ihr beim Südtor an. Mhm. Denn nach der großen Explosion wird die gesamte Miliz bestimmt zum Haupttor laufen. Mhm. Gut, wir brauchen ein paar Sachen. Ja, noch ein Knall. Ja, ein Knall, das stimmt. Busa hat einen ganz großen Knall. Napalm-Molotow, Herstellungsrezept. Weiter geht's. Ich spreche mit Ricky. Hier haben wir fast alles. Sind wir fast komplett clear hier. Armbrustschaden brauche ich nicht, ja, benutze ich eh nicht. Was haben wir hier noch? Ausdauer wiederherstellen, ja, warum nicht? Hopp, wir müssen weitermachen. Ja, das mit dem Mike war schon. Wie geht's voran? Zurück. Hey, Dick. Hey. Was ist das? Frag ihn. Eine Busa-Erfindung. Der Truck ist groß wie ein Panzer, ja? Mhm. Ich dachte, machen wir ihn doch zu einem. Heilige Scheiße. Busa hat einen Panzer gebaut. Ist das fertig? Na, mal sehen, Dick. Das sieht aus. Der Busa hat es schon echt nicht alle.
Das könnte auch eine Mietserfindung sein. Ich baue uns mal einen Panzer. Ja, er ist bereit. Beladen wir ihn. Ich weiß, wo wir Kunstdünger herkriegen. Ich funk dich an, wenn ich bereit bin. Okay. Ich denke oft über die Freaker nach, weißt du? Fühlen sie zum Beispiel Herzen? Hey Dick, wie geht's dir? Gut. Ja, wie geht's dir? Okay. Yep. Das ist doch schon besser. Okay. Das sollte gehen. Gute Wahl. Ja, gut. Sehr gut. Na dann. Weiter geht's. Hey, Dick. Sei vorsichtig da drauf. Ja, bin ich. Danke, ciao. Wir müssen zur Butter Ranch. Die ist hier oben. Porten wir uns hin. Zack. Zur miezigen Butter Ranch. Ich habe ja eigentlich noch Mietz versprochen, dass ich irgendwann mal das Sägewerk kläre. Ne? Bin ziemlich sicher, dass wir den nötigen Dünger drüben bei der Iron Butte Ranch finden können. Iron Butte Ranch? Ja, ich meine, es ist ja nicht so, als ob Jesse und seine Ripper das Zeug noch brauchen würden. Ich meine, das war doch früher mal ein Golfplatz, oder? Da muss es irgendwo einen Hausmeisterschuppen geben, weißt du, mit Rasenmähern und so. Dünger. Absolut. Ja, ich werde sofort dahin fahren. Wenn die Luft rein ist, dann sage ich Bescheid und dann kommt ihr mit dem Laster. Ganz genau, Bruder. Okay, Busa Ende. Ja, das Sägewerk gehe ich noch an, bevor der Krieg losgeht. Dick! Hörst du mich? Ja. Skizzo, du hast Nerven, mich anzufunken. Hey, da bist du ja. Hör mir endlich zu. Ich wollte das echt verhindern. Dass sie Iron Mike töten. Ich wollte echt nicht, dass es so endet, Mann. Captain! Der Colonel will Sie umgehend sprechen. Captain? Ja, ist gut. Ich geh gleich rüber. Krass. Captain! Hast dir ja ruckzuck eine Beförderung erschlichen. Dieser Army-Kram interessiert mich echt einen Scheiß. Du musst mir jetzt zuhören, Bruder. Ich bin nicht dein Bruder, Skizzo. Auch gut. Ich wollte nur, dass du weißt, als Kure dich rausgehauen hat, ist der Colonel durchgedreht. Er dachte... Sie hängt mit drin. Er ist voll durchgeknallt. Er jagte Lieutenant Whittaker. Er wollte sie töten. Deke! Deke! Ja, ich höre. Krass. Ich habe das verhindert, Deke. Ehrlich. Ich sagte ihm, dass wir Giftzeug brauchen, vielleicht um Freaks damit zu töten oder was auch immer. Was ist mit gegnerischen Camps? Die haben doch Wasservorräte. Was, wenn wir ihnen eine Dosis Schierling verpassen? Das könnte viele Probleme lösen. Wie auch immer. Dem Colonel gefällt die Idee. Ich soll mich um die Arche kümmern. Ich soll sie absichern. Sie erstattet jetzt mir Bericht. Mir. Was willst du, Skizzo? Ich wollte dich nur warnen, Mann. Sie kommen. Ich kann nichts tun. Sie kommen. Und diesmal bringt der Colonel sein ganzes Gefolge mit. Soll er doch. Wir bleiben jedenfalls genau hier. Und wenn er kommt... sind wir dieses Mal vorbereitet. Hey, Dick. Captain, der Colonel wartet. Ich komm gleich, verdammt! Verschwinde! Hey, Dick, ich muss jetzt los. Ich werde Lieutenant Whittaker aber von dir grüßen. Captain Sarkozy, Ende. Ach, verflucht seist du, Skizzo. Der wird trotzdem sterben. Ich muss eine Horde töten, ey. Ach du Scheiße, da oben ist der Balken. Deke, hörst du mich? Ja, Ricky, ich höre dich. Ich wollte dir nur danken, dass du uns geholfen hast.
Es tut mir leid, dass ich zu spät war. Warst du nicht... Wir kriegen ihn, Skizzo. Wir halten ihn auf, oder? Ja, wir kriegen den Kerl. Es tut mir echt leid wegen deiner... wegen Sarah. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du durchmachst, jemanden zweimal zu verlieren. Ey, noch ist nichts verloren. Wir bauen eine große Bombe. Schon vergessen? Schön, dass du wieder da bist. Lost Lake braucht dich. Hey, Ricky, es war nicht sein Fehler. Iron Mike, ich meine, er wollte immer nur das Richtige tun. Ich weiß. Ricky, Ende. Das hört sich gar nicht gut an, ja. Scheiße, nein. Das ist eine Horde. Das ist eine Horde. Ich muss sie erledigen, bevor Ricky hier ankommt. Sonst macht sie alle auf uns aufmerksam. Hey, Boozer, sag Ricky, dass es noch ein bisschen dauern wird, weil, Boah, diese nervliche Anspannung. Uns steht hier eine riesige Horde im Weg. Eine Horde? Sollen Ricky und ich kommen und helfen? Nein, ich hab auf die harte Tour gelernt, dass man das lieber alleine macht. Es reicht ja, wenn einer um sein Leben rennt. Ja, okay. Außerdem, sagt Ricky, dass du jetzt, der neue Sicherheitschef bist, also... Ja, im Camp bleiben, deine Marke polieren, Leute rumscheuchen. Komm her! Da hat Frau Mix ihre Horde. Ach das, mein Freund. Waren alle. Oh mein Gott. Boozman, hörst du mich? Die Luft ist rein. Altert man echt. Könnt jetzt den Laster rüberbringen. Ja. Da sind Gebäude westlich vom Golfplatz. Irgendwo dort werde ich... Mietzes tägliche Horde ist auch erledigt. Meine Seele ist befreit. Wir haben eine Überraschung für dich. Großartig. Ich kann es kaum erwarten, Lückenende. dieser Wahnsinn in seiner Lache. Hauptsache Mietzes glücklich.
Ford ist tot. Noch mehr Beute. Das braucht man immer. Nichts, wir wissen beide, das waren ganz viele. Du brauchst gar nicht so süß tun, als wären das wenige gewesen. Oder meinst du das ernst? Jetzt hast du endlich wieder ein Schaumbad da, ne? Da kommt der Mietspanzer. Hey! Ich brauch... Was zum Teufel ist das? Kleines Geschenk von Ricky. Ich kann zwar kein Bike fahren, aber ich schalte wie der Teufel. Wow. Oh. Okay. Schauen darüber. Okay. Kein Schaumbad für Sonne. Okay. Oh Gott. Das sollte reichen. Okay, was jetzt? Kreosot. Ich funk dich an, wenn ich fertig bin. Wo zur Hölle kriegen wir 400 Liter Kreosot her? Das willst du nicht wissen. Was man hier noch so looten kann. Nick, ich muss mit dir reden. Ricky, was ist los? Miliz! Was? Wo? Boozer glaubt, sie planen einen weiteren Angriff. Und ich soll dich bitten, mal nachzusehen. Gottverdammte Miliz. Ja, ich mach das. Gott sei Dank. Ich sag's Boozer. Ricky, Ende. Copeland, ja, ja, ich höre. Ich komme vorbei, wenn's passt, okay? St. John Ende. Habe ich für den Coop nicht alle. Oha, mir werden ganz viele Horden auf der Map angezeigt. Was soll das denn? Soll das etwa ein Hinweis darauf sein, dass ich Horde bekämpfen soll? Nein, jetzt weiß Formiz, wo die Horden stehen. Ich hab nichts gezeigt. Ich weiß von nichts. Boah. Ich kann mir schon ungefähr denken, was für Frechheiten gleich im Chat stehen werden. Aber ich verweise nur auf meine Munition. Ineinander ziehen. Ich
Boah, hier ist aber auch Loot Paradise. Also hier muss ich noch ein bisschen aufheben. Ich bin so arm an Materialien. Nachtanken. Im Sitzen, das wird schon Miets ausmachen. Hauptsache nicht aufstehen. Story Quest. Das sind alles Camps, die ich wegmachen soll, ja. Gehen wir vorher einmal nach Cope. Im Straßenverkehr stelle ich mir auch lustig vor, mit dem Auto. Wenn sie flucht, wenn andere Mist machen. Es gibt auch so eine Fahrschulsendung im Fernsehen. Würde alles gepiepst werden, wenn die flucht. Naja, da ist so eine Kamera am Rückspiegel. Und ist so eine Doku, wo Fahrschüler bei der ganzen Sache gefilmt werden. Ja, ich auch nicht. Da habe ich mal drüber gelesen. Ist auch nicht, denke ich mal, nix. Wahrscheinlich sehr trashig. Oh, Copelands Camp wurde angegriffen. Lass ihn rein. Los, rein mit ihnen. Was ist passiert? Ein Angriff. Rumtreiber beim Highway. Wir müssen sie mit ein paar Männern verfolgen. Schau mich nicht so an. Ist nicht mein Problem. Sie haben Manny. Du hast Manny da rausgeschickt. Ich leite nur das Camp, Deke. Ich sage niemandem, wie er leben soll. Was zur Hölle, Cope? Hey, Deke, wie geht's dir? Damon. Darf es sonst noch was sein? Das brauchst du unbedingt. Komm jederzeit wieder. Bin ich bei Cope eigentlich Rang 3? Nee. Bis dann, Deke. Deke, wie geht's dir? Hey, Damon. Vielleicht ja nach der Abgabe. Oh, du warst fleißig. Das ist alles für heute. Das war's. Sprit noch auftanken, dann geht's weiter. St. John, ich mach auf. Ach, ich kann gar nicht.
Der Mechaniker wurde entführt. Krass. Wie jetzt? Jetzt bin ich mit Lernsprit hier. Ey, wer war das? Hab nicht aufgepasst. Frau Mietz war wieder heimlich da. Die guckt dann immer einmal nach links, einmal nach rechts. Und wenn keiner guckt, schubst es um. Oh, ich habe einen Soundbug, kein Motorradton. Oh nein! Ich habe sein Bike gefunden. Mal sehen, ob ich ihn von hier aus aufspüren kann. Meine Männer sagen, am Sandium war ein Hinterhalt. Ja, das habe ich auch schon herausgefunden. Wegen Ende. Boah! Weg. Viel zu brutal. Dann muss ich schon sagen, ich finde es teilweise echt schon brutal. Oder schießt mir den Kopf, während ich die Quest mache, oder was? Und wo? Ja, ich bin zu wohl erzogen für so eine Brutalität. Hier bin ich. Leute, die was drauf haben. Dann bist du auch nicht mehr allein. Schließ dich uns. Ja, schließt sich uns an. Hab ich. Wie er noch redet und auf einmal hat er Messer im Hals. Sehr krass.
Das war ein frecher Mietsmove. Hi, Manny. Ich hätte ihn schon aufgehalten. Außerdem, wer außer dir weiß denn schon, wie man einen Vergaser baut? Geh zurück. Schön langsam. Mach keinen Fuß. Boah, wie sieht der denn aus? Scheiße, Deke! Du hast es geschafft! Oh, Scheiße. Okay, das war's. Ich war zu lange im Camp. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, okay. Dann lass uns jetzt von hier verschwinden. Hey, da lasse ich mich nicht lange bitten. Komm, weiter. Was zum Henker ist passiert? Was hast du hier draußen gemacht? Ich weiß nicht, ich habe ewig nichts besorgt. Ich dachte, vielleicht, ich weiß nicht, mach ich zu wenig, weißt du? Mit einer Waffe rumrennen, das können eine Menge Arschlöcher hier, Manny. Aber Bikes reparieren, das können nicht viele. Ja, ja, hat Cope auch gesagt. Ja, ausnahmsweise gebe ich dem Bastard mal recht. Also, was meinst du? Warum muss das so sein? Wie denn so? Dass sich hier draußen alle gegenseitig umbringen. Manny... Weißt du, wie viele Leute im Knast saßen, bevor alles den Bach runterging? Ich meine, hier in den Staaten? Keine Ahnung. 2,5 Millionen. Und mit denen, die auf Bewährung draußen waren, sind es fast 7 Millionen. Also, einer von 35 war jemand, der auf das Gesetz scheißt. Und das sind nur die, die geschnappt wurden. Scheiße. Kommst du jetzt klar? Ja, ja. Hey, Deke, hast was gut, Mann. Ich wäre jetzt tot, wenn du nicht... Manny. Manny. Halt dich bedeckt. Halt dich bedeckt? Sie Manny, der essen. Baumann. Und jetzt mach, dass du hier wegkommst. Wollen wir morgen die Raids machen für das Flugtier oder möchtest du das heute Abend noch machen? Der Event geht nur 2 Tage oder 3 habe ich. 2 oder 3 Tage. Machen wir es morgen in Ruhe, ne? Ja, machen wir morgen ganz in Ruhe. Wird Zeit, dass Meets mal von ihrem Mounts mal von ihrem Bäumchen runterkommt. Ja, wahrscheinlich schon ganz verstaubt da oben mit ihren Flügelchen. Die ist im Winterschlaf da oben. Hey, willkommen zurück. So, ich mache wieder Story Quest. Geht's dir, Manny? Jetzt habe ich ja Rang 4, gibt's aber Tür. Willst du Benzin?
so gut wie neu. Sorry, ich lauf einfach nur. Gut. Ich repariere deine Waffe. Schnell und gut. Jetzt werden die Freaks vor dir flüchten. Darf es sonst noch was sein? Okay. Danke, Deacon. Story Quest, wo haben wir sie? Da unten. Das Sägewerk war hier. Aber gut, das Sägewerk, da können wir uns jetzt auch erstmal sparen. Ich hatte ja eine Horde heute schon. Lieber die Story noch ein bisschen machen. Aber ich habe das Sägewerk nicht vergessen. Eine Mini-Horde. Was bei Frau Mietz alles Mini ist. Boah, ich würde das so gerne sehen, wenn Frau Mietz einmal den Hordenkampf hätte, ne? Den Hodenkampf. Den Hodenkrampf. Ich glaube, das wäre ein Spektakel für die Götter. Frau Mietz gegen eine Horde in vollster Panik. Hat auch schon lange kein Soma mehr gespielt. Kein Wunder, dass sie übernimmt. Ich hab's. Dem Himmel sei Dank. Lebt er noch? Er ist ein bisschen ramponiert, aber er wird's überleben. Ein paar Drifter wollten wohl mehr über euer Camp rausfinden. Wie viele Männer da sind, wie viele Waffen und so weiter. Ich hoffe, er sagte, wir haben mehr als genug. Und würden sie auch behalten. Die Bullen haben ja wohl nichts mehr zu sagen, oder? Oh. Nein, wohl eher nicht. Wenn Manny da ist, dann sag ihm, er soll im Camp sein. So, Johnny. St. John, hier ist Copeland. Ich wollte dir nur sagen, dass Peaceful Lake zu schätzen weiß, was du alles für uns tust. Du hast hier wirklich vielen geholfen. Aber am besten wäre dann, glaube ich, Mietz gegen eine Schwarmhorde. Also eben 300-400 Stück. Mit Facecam. Und Pulsmessgerät. Alle her. Okay. Na los, ihr Wichser.